willkommen bei Wetzel Automobile. Heute machen wir was ganz Neues. Ich bin heute Morgen auf die Idee gekommen, ich habe hier gerade einen 928er verladen, einen schönen schwarzen 928 S4. Und der geht jetzt zu Axel, so, weil da ein Zahnriemen gemacht wird und so weiter. Und wir fahren jetzt mal gemeinsam zu Axel in die Werkstatt und gucken mal, wie die Werkstatt da aussieht. Ich habe Lust, mal solche Filme zu drehen. Ich hoffe, das ist ein bisschen Abwechslung und es langweilt nicht. Ich fahre so oft in so coole Sammlungen und so ein Zeugs und irgendwie, dann, wenn ich sowas mache, dann sehe ich so aus wie jetzt, ja, so. Also ich meine, bei den Filmen sehe ich immer anders aus, aber es macht mir auch Spaß, irgendwie rumzufahren, hier wie so ein Tankwart, weißt du, so. Anyway, wir fahren jetzt zu Axel, kommt einfach mit, gleich sehen wir uns dann bei Axel wieder und dann zeige ich euch mal die Werkstatt von Axel und dann können wir mal gucken, wie es da aussieht, ja. Also, bis gleich und ich fahre mal los. So, jetzt sind wir angekommen bei Axel. Der Kerl weiß überhaupt noch nicht, dass wir jetzt gleich kommen. Das wird sehr lustig. Also er weiß, dass ich irgendwann komme heute, aber wann weiß er nicht. 28 haben wir abgeladen jetzt. Das habe ich euch erspart, zuzugucken. Dafür zeige ich euch gleich, wie wir den 356er aufladen. In unseren geilen Hänger. Komm, wir gehen mal rein zu Axel. So, ja, hier ist die Einfahrt zu Axels Werkstatt. Das ist manchmal echt ein bisschen eng hier tatsächlich, weil hier steht manchmal, hier steht auch noch ein Boot, ja, und da steht so ein uraltes Teil aus Texas gerade. Ganz cool irgendwie. Ich überlege, ob ich den noch verkaufe, aber wahrscheinlich eher nicht. Ja, und jetzt kommen wir hier mal in die Heiligenhall von Axel, den man ja öfter schon kennt. Guck mal hier, sowas ist auch echt geil, ne? Ich meine, das Ding ist total Schrott, ja? Aber sowas steht hier dann auch rum und wird, glaube ich, als Teilelager benutzt. Anyway. So, jetzt kommen wir hier um die Kurve rum und hier stehen natürlich die ganzen Prachtstücke, ne? Also hier ist eine Menge schöne Autos. Und da hinten steht schon das, was ich jetzt gleich mitnehme. Das ist ein 356er, der zu mir geht. Und der wurde hier gemacht. Und so, komm, jetzt gehen wir mal rein. Wir überraschen Axel mal. Das zeige ich euch alles gleich. Hier wird Karosserie gemacht. Auch cool, kann man gleich mal gucken. Aber ja, gucken wir uns gleich noch an. Ja, hier steht altes G-Modell. Ich weiß gar nicht, mir gehören, glaube ich, 3-4 Autos von den ganzen hier. Ja, cool. So, jetzt überraschen wir Axel. Komm mit. Auf geht's. Oha. Hier, die Heiligenhallen von Axel. Jetzt geht's hier ab. Christoph, jetzt guckst du, ne? Hier, der Junge ist der beste Mann im Stall. Der macht nämlich hier Karosseriearbeiten. Wenn man mal irgendein Problem hat mit Karosserie, Christoph hat für mich schon Wunder vollbracht. Sowas kann er auch hier. Weißt du, das ist das Logo, das Familienwappen von Axel. Also insofern auch, sowas möchte ich auch gerne haben. Habe ich leider nicht. Kann ich mir nicht erlauben. Ja, hier ist die Werkstatt von Axel. Bevor wir jetzt weitermachen, komm, wir gehen mal ins Büro. Wir machen mal jetzt hier. Folgt mir einfach. Komm. So, wahrscheinlich telefoniert er. Er telefoniert nämlich immer. Aber das wollte ich vielleicht nicht. Doch, er telefoniert wie immer. Siehst du? Jetzt muss er. Er weiß nicht, dass er. Alles klar. Das ist dein Ingo. Tschüss. Wieso Ingo? Ich bin mal hier. Ach, war noch das Ingo, war ein anderer Ingo. Axel, ich überrasche dich jetzt. Wir machen einen Film. Mit dem Film von deiner Werkstatt. Ich war gar nicht in der Maske. Was soll das? Scheiße. Also, sieht auch so gut aus, der Kerl. Ja, Axel von Pillersdorf. Ingo, Mensch. Leider noch Corona-Abstand, sonst hätte ich dich jetzt geschnuddelt. Ja, ich habe mir gedacht, ich filme mal einen Film von deiner Werkstatt. Ja, das ist cool. Jetzt mal überraschen. Ein bisschen. Ja, super. Wollen wir mal ein bisschen zeigen von deiner Werkstatt? Wenn gleich mal die ganze Truppe hier das braucht. Ja. Alle werden jetzt gefilmt. Du, mach einfach und wir fragen die Jungs hinterher, wenn irgendjemand dann der Meinung ist, ich will da nicht mit rein in den Film, schneidest das halt raus, das ist ja kein Thema. Alles. Aber einfach jetzt erstmal filmen und alles ist gut und die Jungs sollen... Bist du mit oder machst du mit? Ich komme gleich. Alles gut. So, jetzt gucken wir mal, was hier in der Werkstatt so alles passiert. Das soll ja jetzt auch keine so riesen Nummer werden, aber wir wollen zumindest mal zeigen. Ich erzähle ja immer von Axel und jetzt sind wir mal hier. Habe ich mir gedacht, passt das ganz gut. Guck mal, da stehen ja so schöne Perlen wie hier. Ein F-Modell, ja, in dieser wundervollen Farbe, habe ich auch schon gesagt, dass das eins von mir ist, was ich mal verkauft habe, aber auf jeden Fall finden auch Autos wieder den Weg hierher, wenn ich sie verkauft habe, weil dann immer mal irgendwas ist. Ja, das ist umgeschraubt, überall Porsche, 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 aber das Herzstück natürlich von Axel ist natürlich auch, da ist er gerade schon wieder am Telefon, die Motorengeschichte, da gehen wir jetzt mal hin, komm. Ja, und hier sind die Heiligenhallen von Bernhard, das ist der Maschinen, der für die Motoren verantwortlich ist. Und jetzt guck halt mal hier so rauf, hier siehst du mal, wie so Motoren auseinandergenommen aussehen. Ich mache hier mal das Handbuch. So werden sie dann irgendwann ein bisschen neu
neu aussehen wieder oder neu überholt sind. Ja, hier liegen alles Teile, wo ich natürlich nicht weiß, was das alles ist, aber das muss ich auch nicht. Obwohl mein Outfit ja heute hier in so eine Werkstatt passt tatsächlich. Und ja, hier ist ein Riesenmotor auf so einem Ständer, wo man ihn drehen kann, bearbeiten kann. Hier gibt es Drehbank und ach Gott, alles Mögliche. Und da drüben, da ist Bernhard gerade, wir können mal hier jetzt schön die Scheibe gucken. Und Bernhard hier grad, macht da gerade was an einem Zylinder. Dingsbums hier. Bernhard guckt mal so gut, weißt du? So, nein, Quatsch. Super Typ und er weiß genau, was er macht. Also richtig cool. Schön, gut, komm. Dann, da kommt Axel. Axel, ich habe dir schon ein bisschen gezeigt. Das Herz, ja, super. Das Allerwichtigste habe ich noch nicht gezeigt. Ja. Die Küche. Ja. Wo ich immer das gute Essen kriege. Möchtest du einen Kaffee? Ich mache den kleinen Kaffee. Ja, das ist gut. Wenn wir fertig sind. Cool, ich finde es cool, dass wir das mal gemacht haben, ehrlich gesagt. Super. Jetzt wissen die Leute mal, wo du dich hier so rumtreibst. Genau, du sagst immer, schöne Porsche-Werkstatt und hin und her. Genau. Aber so genau. Kriegen die Leute, also... einen Eindruck. Auf jeden Fall mal. Das war jetzt wirklich nicht geplant oder so. Die Idee kam heute Morgen und habe gedacht, Attacke, das machen wir mal. Also ich wusste, dass du kommst, aber dass du mich so überfällst. Wir gehen mal in die Küche, gucken hier nochmal. Genau. Hier wird gekocht. Jeden Tag wird hier gekocht. Sitzen Sie hier alle 10 Jahre. Ja, also momentan versuchen wir das natürlich dann so in Steps zu machen, aber trotzdem, wir behalten das bei. Wir sind da auch Corona-konform und wir stehen Tests aus und was weiß ich nicht. Aber das ist unsere Küche, in der wir kochen und auch Porsche-like hingefummelt. Ne? Mit einem 993 Cockpit im Hintergrund und so. Ja. Habe ich gerade eingekauft gestern, 993. Cooles Ding. So, jetzt machen wir gleich, zeigen wir noch, wie wir den 356er aufladen und dann machen wir erstmal einen Cut jetzt und gleich geht's weiter. Bevor wir jetzt den 356er aufladen, gehen wir jetzt einmal noch in die Karosserieabteilung. Da gehen wir jetzt mal hin. Axel läuft schon vor. Komm, wir gehen mal, folgt mir einfach. Oh, ist sauber, super. Christoph wollte sich gerade seine Schweißmaske aufsetzen. Genau. Aus Spaß. So, jetzt, hier wird Karosserie gemacht. Ne? Und ist das so ein Ständer, wo du den auch drehen kannst, Christoph? Nee, so? das ist ja nicht. Ne? Nee, das ist nur ein normales Rollgestell. Okay. Ja, aber wir haben natürlich auch ein Drehgestell, wo dann ein F-Modell oder ein G-Modell reinpasst, wo du dann wirklich die Karosse ums Ganze drehen kannst. Guck mal rum, wir können mal hier raufhalten aufs Auto, dass man mal sieht, das ist wirklich alles raus hier und so. Und hier werden halt dann die Arbeit gemacht. Cooles Ding. Und wie lange dauert das, wenn du so ein Auto... Das ist ja von bis, das ist... ist ja jetzt auch keine Vollrestauration in dem Sinne. Aber wenn so eine richtige Vollrestauration, wo wirklich kein Kabel mehr in der Karosse ist und so, und mit Ablaugen und KTL-Beschichten und allem drum und dran, da bist du am Ende, sag ich mal, sind 2-2,5 Jahre, bis das Auto wirklich fertig ist mit Sattlerarbeiten und allem drum und dran. Das ist leider so. So viel Zeit habe ich nicht mehr. Es dauert mir zu lange. Ja, du brauchst Autos, die du schneller durchhören kannst. Aber cooles Ding, hat man das auch mal gesehen? So, jetzt machen wir den 350er und dann fahren wir wieder in meine heiligen Hallen und dann sind wir wieder... Sehr schön. Gibt es wieder andere Videos. Danke, komm. Sehr schön. So, jetzt ist es zu eng im Auto. Ich mache ihn mal selber. Jetzt sitze ich hier in dem 356er und jetzt fahren wir den Wagen mal auf meinen Trailer. Laden den kurz auf und fahren rüber in die Halle zu mir. Ist so eine halbe Stunde Fahrt ungefähr und dann sehen wir uns gleich nochmal am Trailer wieder. So, jetzt ist er drauf, jetzt muss ich hier mal Selfie, weil mein Kameramann ist jetzt verschwunden gerade. Jetzt steht er hier drauf auf dem Trailer, der Gute. Und kommt jetzt zu mir. Ja, das Aufladen auf dem Trailer ist immer relativ easy bei dem Trailer, weil der kippt halt runter und dann hat man einen ganz flachen Auffahrwinkel, das ist echt cool. Filme ich beim nächsten Mal, wie ich rauffahre. Und jetzt wieder absichern und dann geht's ab. Also, bis gleich in der Halle bei mir. Ich cool.
cool rückwärts fahren mit dem Hänger. Ja, das war jetzt eine kleine Sightseeing-Tour durch Hamburg bzw. zu Axel und zurück. Jetzt steht der 356er wieder, den laden wir jetzt kurz ab und dann wird er eingelagert. Ich habe ein paar Stellplätze zu vermieten und cool, gucken wir mal. Dann sage ich jetzt schon Tschüss. Nee, ich sage noch nicht Tschüss, wir laden noch kurz ab, dass man nochmal sieht, wie mein Hänger funktioniert und dann ja, machen wir weiter. Da ist ja wieder die Perle. Ne? So, jetzt machen wir alles klar und dann fahren wir ihn runter. So, dann fahren wir mal runter hier, die Burschen. Diddersdorf. Ich hoffe, dass es auch gefallen hat. Ich will sowas öfter mal machen jetzt, weil ich das ganz cool finde, wenn man auch mal zeigt, was so sonst noch hier bei Westler Automobile passiert. Und ich komme manchmal so in spannende Sammlungen oder tolle Werkstätten oder mal sehen, was alles so kommt. Jeder Newsletter kommt jetzt immer ein, so ein Video dazu. Das war Axel. Vielen Dank fürs Zuschauen und nächstes Mal ich wieder ohne Overall. Weißt du? So. Also, Dankeschön Wetzel Automobile und viel Spaß bei den nächsten Videos. Und meine Filme gerne bei meinem Kanal gerne abonnieren bei YouTube. Und ich freue mich über jeden, der zuguckt. Dankeschön, tschüss.